Also das hat Hintergrund, ist das die Geschichte eigentlich meiner Eltern. Mein Vater war während des Krieges blind und war deshalb also auch nicht bei der Wehrmacht. Und er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei hier in Deutschland, die ja von Hitler 1933 verboten worden ist. Und dann kam also die Geschichte mit der Zwangsarbeit beim U-Boot-Bunker Valentin. Und meine Eltern haben also gesehen, wie sich Häftlinge an unserem Kompost zu schaffen gemacht haben und haben dort also Gemüsereste gesammelt. Und dann haben also meine Eltern Kartoffeln und Möhren an den Weg gestellt. Es ging also ein Weg an unserem Grundstück vorbei zu einer Bunkerbaustelle. Und das hat mich also im Grunde genommen fasziniert, weil, sag ich mal, diese Schritte dazu geführt hätten, dass sie möglicherweise verhaftet worden wären. Und mein Vater als Blinder im Arbeitserziehungslager, kann man sich leicht vorstellen, das wäre für ihn der sichere Tod gewesen. Und das hat mich also immer beschäftigt. Und weil ich gesehen habe, was hier in Deutschland, NPD ein Beispiel, eigentlich nach solchen geschichtlichen Ereignissen wieder möglich war, habe ich gesagt, wir müssen damit an die Öffentlichkeit, wir müssen die Erinnerung an diese damaligen Zustände am Leben erhalten, um junge Leute davor zu bewahren, dass sie kritiklos Rechtspopulisten folgen. Und das ist eigentlich das, was wir hier